Moin, Leute, hier ist der Fuhmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Subnautica. Wir beginnen mit der Inneneinrichtung, würde ich sagen. Der neuen Base ist ja noch alles ziemlich kahl. Und ich habe mir gedacht, wir machen den Raum hier. Den Fabrikator hin, oder? Das ist ganz gut. Da kommt die Scanner-Base noch hin. Dann machen wir hier den Fabrikator. Herstellungsraum. Oh. So. Dann haben wir hier wenigstens schon mal einen Fabrikator. Ladestation geht noch nicht. Aquarium. Und dann können wir hier schon mal ein paar Spinde hinhauen. Passen hier zwei hin. Rohstoffe. Nee. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Ne? Egal. Sehr präzise. Den Fabrikat und schon mal zwei Rohstoff. Gedingens, Bummens. So, und ich will hier ein Fenster haben. Zack. Das sieht doch schon mal nice aus. Hatte ich jetzt genug für den Scannerraum eigentlich? So, dann kommt hier nämlich der Scannerraum hin. Die Geschichte nehme ich auch schon mal wieder. Nice. So, dann muss ich auch demnächst noch mal wieder so schnell. Hier kommen wir noch. Ja, wir machen hier jetzt erstmal noch mal Rohstoffspende. Noch von brauchen. Next one. Hätte man da vier hingekriegt, ne? Egal. Das ist schon gut.
ist ja gar nicht. In der Mitte ist ja eine. Egal. Aquarium. Ah! Wie in der Mitte ein Aquarium oder was? Schick aussehen, ne? Ach, da kann ich jetzt Fische reinpacken. Da muss ich mal eben kurz ein paar Fischis holen. Dann muss ich mal eben ein paar Fischis holen. Ich muss sowieso Fischis holen. Ah, warte mal eben. Batterien habe ich doch noch in meinem alten Dingsbums. Dann fahre ich da doch mal eben hin. Hol schon mal ein bisschen was raus da. Pack das hier. Kupfer kommt hier hin. Titan kommt da hin. Haben wir hier mal Metalle, Quarz. Die Morde kann ich ja eh nicht mehr ertragen. Ich glaube, hier muss auch irgendwo mal eine Gravitationsfalle sein. Hier in dem Hang. Irgendwo muss man die Gravitationsfalle haben. Dass die nicht angezeigt wird, das ist scheiße. Ich bin hier schon wieder mit dem Schrott rum. Ah, das ist meine Gravitationsfalle. Für den Rübser losgelassen. Ne? Und Batterie alle? Das ist doof. Oxygen. Welcome aboard, Captain. Die Batterie noch mal eben raus. Die ganzen Batterien. Was bräuchte ich für ein Battery-Aufladegerät. Kupferdraht, Titan und Kabelsatz. Obwohl, ich kann das hier auch abbauen, oder? Da werde ich wahrscheinlich irgendwas von kriegen. Titan, Kupfer, Kabelsatz. Passt so. Ja, dann kann ich die hier allerdings ein bisschen wieder am Base bauen. Das lasse ich noch mal hier. Das
Das nehme ich mit jetzt. Und hier rein. Was ist das hier? Also Garpitz-Sporn. Das kann ich auch hier erstmal reintun. Kann ich nicht. Falle, aber die habe ich jetzt ja schon von da mitgenommen. Die baue ich denn da irgendwo in der Nähe von der Base wieder auf. Aber ich muss schon sagen, das ist echt geil, das Game, ey. Das macht echt Laune. Fischis rein. Für Boomerangs, wa? Ach scheiße, jetzt habe ich die gefressen. Du sollst Behälter, ach so, mit Dreieckbehälter wechseln. Jetzt habe ich die roh gefressen. Na egal. Muss man die auch füttern? Ein bisschen Titan rein. Dann mache ich hier mal eine Batterieladestation oder hier. Ausrüstung. Da können die ganzen Signalboje kann da auch hin. Batterien. Seek fluid intake immediately. Jawohl, direkt gemacht. Saufi, Saufi machen. Habba, habba. Dann schmeiße ich hier bei der Ausrüstung mal noch eben. Ach. Die Medipacks rein. Jetzt mache ich hier einen Spind Nahrung. Thank you.
Gravitationsfalle. Schwimmt hier nicht so viel rum. Doch eher wieder hier war. Ich glaube, hier ist sie ganz gut. Mal zwei Blasenfische mitnehmen. Mitnehmen. Abbauen. Das kann ich auch schon mal alles mitnehmen. Oh, hier ist noch so viel. Irgendwas hat mich da versucht anzuknabbern, oder? Der Kollege da hinten? Richtig geschrieben. Egal. Nahrung und Medizin. Medizin. Titan rein. Hier schmeiße ich das rein. Silber. Zwei Dinger pökeln hier. Immer Wasser noch. Wasser brauche ich ganz dringend. Ja. Wasserbeschaffung ist echt heavy hier. Doch in so viel Wasser umgeben sind. Oh, jetzt habe ich die gefordert, ey. Ah. Egal. So. Die für Rohstoffe alle reichen? Ich weiß es ja nicht. Was machen wir denn aus dem anderen Raum?
nämlich hier erstmal wieder ein Fenster hin, aber da brauche ich, glaube ich, Glas habe ich nicht. Eigentlich wäre das im Dingsmus viel geiler, ne? Kein Glas mehr. Medipacks können auch rein. Und dann kann ich hier genauso ein Medipack-Teil auf daneben bauen. Was brauche ich denn dafür? Titan, Fasergewebe, Computerchip. Alter, okay. Na, ich werde jetzt mal wieder zur anderen Base. Mal gucken, wie ich das da abbaue. Denn da noch krieg. Aber läuft mit der Base. Das ist schon ganz cool. So ein Blasenfischi. Mehr Blasenfischi. Sauber. So, Rohstoffe alle mitnehmen. Puh, da muss ich noch einige Spinde leer machen. Und wieder zurück. Welcome aboard, Captain. Also mit dem Raum ist es schon um einiges geiler als nur in der Röhre da drin. Der war auch bald voll, oder? Da Kupfer rein, Blei, Quarz. Achso, ne, Quarz brauche ich gleich, um im Glas zu machen. Und Silber kann da noch rein. So, machen wir. Ach, da sind die schon drin. Da kommt auch der Schmierstoff mit rein. Aber ich brauche jetzt, glaube ich, Kupfer noch, ne? Die Silber brauche ich noch einmal. So, dann kann ich, mache ich hier nämlich. Ah, die kann ich auch hier ran machen. Nahrung, Medizin hier.
wir gleich hier reinpacken. Hier gleich noch ein Spind für Ausrüstung hin. So. Achso, Glas wollte ich mal machen. Die Verbundstoffe drin. Machen wir hier nochmal Titan. Wasser machen. Das können wir auch gleich sauvi machen. So, und dann machen wir hier noch mal ein Fenster hin. Und die auch hübsch rausgucken. Das werde ich sicherlich so als meinen Wohnbereich machen. Was kann ich denn hier alles noch so in Sachen Dings muss bauen? Glastisch, Abfalleimer, Drehstuhl, Bordtisch, Schreibtisch. Was war das denn? Was geht hier denn ab? Fuck, was soll das denn? Was ist hier los? Nein, meine Base läuft unter. Was soll das denn? Ich habe mein Reparaturwerkzeug nicht dabei. Fuck you, was soll das denn? Okay, jetzt muss ich erstmal mein Reparaturwerkzeug holen. War das Viecher? Haben die da der reingeballert oder was? Noch reingeballert, ein Leck. Oder ist das wegen dem Druck? Muss ich dann überall Verstärkung dran machen? Das kann natürlich auch angehen. Oh Mann, ey. Steuerung komme ich noch nicht so wirklich. Okay. Jetzt zurück. Mann, das ist doch kacke jetzt, ey. Was soll denn sowas? Wie kriege ich das Wasser da jetzt wieder raus? Ist wahrscheinlich komplett vollgelaufen, oder?
wie viel sind hier denn noch? Ich weiß gar nicht, wie ich das Wasser jetzt wieder rauskriegen soll. 30 seconds. Ist ja alles vollgelaufen. Ist ja alles kaputt. Oxygen. Ständig neue Stellen hier, was soll denn das? Welcome aboard, Captain. Vor allem, wie kriege ich das da wieder raus, das Wasser? Hier kann ich irgendwie eine Pumpe machen oder so? Jetzt weiß ich auch, wofür das Shot wichtig ist. Naja, ich würde sagen, ich mache mal Schluss für heute. Also für diese Folge. Verdammte Axt, das ist doch kacke hier, Mann. So ein Scheiß. Schaden aufgrund geringer Höhenstärke. Naja gut, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Fuhrmann. Tschüssi.